Hallo meine Lieben, es geht wieder weiter mit Henrys Geheimnis. Es ist jetzt, glaube ich, eine gute Woche her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, weil ich wirklich mit Krankschreibung und allem drum und dran mit Antibiotikern zu Hause lag und es ging absolut nichts mehr. Aber ich bin wieder auf dem besten Wege, gehe auch wieder arbeiten und ja. So, wir sind auf jeden Fall in der Schule. Diesmal zeige ich es im Unterricht allen. Ich habe die perfekten Hausaufgaben. Na, siehst du, das nennt man doch motiviert in den Unterricht starten. Ach ja, du hast das alles verstanden? Also sagen wir mit etwas Hilfe. Henry sieht mich nicht an, aber lächelt vor sich hin. Und sofort habe ich wieder das Gefühl zu schweben. Hey, ihr Loser! Enzo kommt auf uns zu und wendet sich an Clement und Henry. Oh, was willst du, Enzo? Hey, bleib mal locker! Er dreht sich lächelnd zu Henry um. Und, Kleiner, geht's deiner Fresse wieder besser? Ja, danke. Ich erinnere dich daran, dass du ganze 4 Gorillas anheuern musstest, um eine Brille kaputt zu kriegen. Ich musste dich nicht mal anfassen, da lagst du schon auf dem Boden. Das widerliche Lächeln verschwindet aus Enzos Gesicht. Provozier mich nicht, sie könnten wiederkommen. Wann immer du willst. Ich komme schon klar. Puh. Ich verschwende doch mit dir nicht meine Zeit. Ich bin wegen Leila hier. Enzo sieht mich an, seine Augen blitzen teuflisch. Sieht so aus, als wärst du auf Emilys Party richtig heiß gewesen. Wie? Was? Na, ich habe gehört, du hättest dich beim Tanzen an mehrere Typen rangemacht. Er kommt auf mich zu. Du tust nur mal so unschuldig, du Kleine. Hey! Henry hat Enzos Arm gepackt. Wenn du dich hier auch nur einen Schritt näherst, breche ich dir den Arm. Lass mich los, du! Henry packt noch fester zu, dann lässt er Enzo los. Der geht einen Schritt zurück, dann richtet er sich auf und reibt sich den Arm. Er versucht trotz allem, sein Gesicht zu wahren. Ihr seid echt alle Loser! Er dreht sich um und geht. Jetzt bin ich aber echt getroffen. Jedenfalls, wow, Henry, ich wusste nicht, dass du so anpacken kannst. Der Arme sah aus, als hätte es wehgetan. Ich sollte vielleicht auch mal Cello spielen anfangen. Enzo hat den ganzen Vormittag über geschwänzt. Sieht aus, als hättest du ihn vergrault, Henry. Wenn du ihn bloß bis auf dem Mars beamen könntest. Beamen, stand da. Beamen. Beamen könntest. Oh, ich glaube, der kommt schon bald wieder. Das fürchte ich auch. Allmählich gewöhne ich mich daran, dass Henry den rettenden Ritter spielt. Was macht ihr am Samstagabend? Ich habe sturmfrei. Meine Eltern gehen aus. Wir könnten zusammen essen. Und du kochst? Natürlich. Dann bin ich dabei. Ich werde da sein. Tut mir leid, gerade für Samstagabend probe ich zurzeit. Die Tochter meines Musiklehrers heiratet. Ich soll am Abend der Hochzeit mit 3 anderen Schülern spielen. Ach, schade. Gehst du dann wieder im Smoking wie bei dem Konzert? Nein, ich heirate schließlich nicht. Henry, ich hoffe, du hast trotzdem ein angemessenes Outfit für die Hochzeit. Also ja. Jasmine ist perplex. Ich dachte an das Outfit, das ich an Silvester bei dir anhatte. Meine Freundin sieht ihn entgeistert an.
Du willst wohl nicht diese schrecklichen Klamotten anziehen. Also, das heißt, ich... Das ist eine Hochzeit. Da kannst du nicht einfach irgendwas anziehen. Hör zu. Lala und ich kommen am Mittwochnachmittag bei dir vorbei und suchen wir dir ein passendes Outfit für Samstagabend. Stimmt's, Lala? Ja, klar. Frag Dylan, wir kennen uns mit sowas aus. So ein Angebot schickt man nicht aus. Diese Jasmine, natürlich kann er nicht ablehnen. Also gut, ich glaube, ich habe keine Wahl. Super, wir sehen uns am Mittwoch um 16 Uhr bei dir. Okay. Gehen wir? Achso, oh Gott. Ich bin noch nicht ganz da. Jo. Mein Bruder sieht sich um. Wen suchst du? Clement. Ah, der ist schon vor mir gegangen. Wie geht es ihm? Hat er keine Verletzungen? Was meinst du? Also, du weißt schon, die Unkleinen. Sieht aus, als wäre Maxim ausgerostet. Was? Clement hat sich geprügelt? Du wusstest von nichts? Nein? Na, dann habe ich nichts gesagt. Oh nein, jetzt erzählst du mir alles. Ich weiß auch nicht viel mehr. Wenn er mir nicht von seiner Prügelei erzählt hat, dann sicher deshalb, weil es dabei um jemand Bestimmtes ging. Achso. Ich hab gerade geguckt. Ich gehe mal davon aus, es geht um Jasmine. Was? Hat jemand was Schlechtes über Jasmine gesagt? Und Clement ist deshalb wütend geworden? Alex zieht seine Augenbraue hoch. Volltreffer. Ich kann dir dazu nichts sagen. Er nervt mich. Je mehr man versucht, mir etwas zu verheimlichen, desto mehr möchte ich es wissen. Kann ich nachvollziehen. Du bist unerträglich, Schwesterchen. Sieht aus, als könnte auch er meine Gedanken lesen. Komm, spuck schon aus. Du lässt dich nicht locker. Natürlich steht er auf Jasmine. Wolltest du das hören? Nein, das wussten wir ja schon. Hat er es dir gesagt? Nein. Spinnst du? Wir machen doch keine Pyjama-Partys, bei denen wir uns die Nägel lackieren. Zuh. Manche Jungs vertrauen sich solche Sachen an. Na, stell dir vor, er redet mit mir nichts über sowas. Einmal habe ich versucht, ihn zu fragen, aber er hat nur gelächelt und mir gesagt, ich sollte das Thema vergessen. Und woher weißt du das? Das steht auf seiner Stirn geschrieben. Alle wissen Bescheid, sogar Papa, der sonst nie was mitbekommt. Armer Dad. Na, du hast gesagt, Clement geht es gut, dann bin ich beruhigt. Oh, wie niedlich, du machst dir Sorgen um ihn. Ach, lass mich. Lila? Mein Herz fängt wild an zu klopfen, als ich meinen Namen höre. Henry! Es ist selten, dass du vor mir in der Schule bist. Ja, mein Bruder hat mich mitgenommen. Aber für dich ist es ungewöhnlich, dass du jetzt erst kommst. Mein Vater hat mich ein bisschen, aufgehalten. Wir gehen in Richtung Schulhof, wo Jasmine und Clement sicher schon auf uns warten. Aber auf halbem Wege bleibe ich stehen. Warum bleibst du stehen? Wusstest du, dass sich Clement gestern geprügelt hat?
Nein. Was meinst du mit geprügelt? Oh, keine Ahnung. Mein Bruder hat mir davon erzählt. Aber als er gemerkt hat, dass ich nicht auf dem Laufenden war, hat er einen Rückzieher gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das für Inspektor Lila wie Folter sein muss. Das kannst du laut sagen. Hast du ihn einfach mal darauf angesprochen? Ich habe ihm mehrere SMS geschickt, aber er hat abgewiegelt. Dann solltest du das akzeptieren. Er wird seine Gründe haben. Du hast nicht vor, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Stimmt's? Wenn sich Clément in den Umkleiden geprügelt hat, dann sicher nach dem Basketballtraining. Ich weiß, wer mir dazu was erzählen könnte. Ich sollte jemanden aus seiner Mannschaft fragen, den ich gut kenne. Verzieht das Gesicht. Er mag Nathan nicht. Warum wohl? Meinst du nicht, er könnte was wissen? Er ist schließlich in Clemons Mannschaft. Er hebt die Hände, um zu protestieren. Oh nein, zieh mich da nicht mit hinein. Machst du dir keine Sorgen darüber, dass er sich geprügelt hat? Natürlich, das passt nicht wirklich zu ihm. Clement mag keine Gewalt. Er muss provoziert worden sein. Das habe ich mir ja auch gedacht. Würdest du ihn nicht lieber in Ruhe lassen? Doch, doch. Es ist, als würde man gegen eine Mauer reden. Du hast recht, ich werde mit Nathan reden. Der weiß sicher was. Das habe ich nicht gesagt. Ja, danke, Henry. Lass uns gehen. Jasmine und Timon warten. Er mag ihn halt einfach nicht. Oh, ich dachte, wir stellen ihn jetzt... Ich hatte noch keine Zeit, mit Nathan über den Streit in den Umkleiden zu reden. Meine Neugier nagt so an mir. Von Henry. Ich habe Clement auf den Streit angesprochen. Oh, und? Er hat gesagt, ich zitiere, sag Lila, sie soll aufhören, ihre Nase in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken. Er kennt dich zu gut. Er hat geahnt, dass ich für dich danach gefragt habe. Er ist eben nicht umsonst mein bester Freund. Kennt ihr euch schon lange? Ich glaube, wir waren 7, als wir uns kennengelernt haben. Wir sind seit 11 Jahren befreundet. Eine ganz schön lange Freundschaft. Ja. Ich muss los. Mein Vater ruft mich. Bis morgen. Gute Nacht. Und wir sind Henry. Ich habe dir ein paar von meinen Sachen rausgesucht. Ich habe alles auf dein Bett gelegt. Das hilft deinen Freundinnen sicher. Danke, Papa. Zum Glück hast du Freundinnen, die sich um dein Outfit kümmern. Du weißt genau, dass ich auch allein etwas Passendes für die Hochzeit gefunden hätte. Ich weiß. Gut, ich muss los, mein Junge. Sei brav. Eine Nachricht von Jasmine. Hallo, Henry. Ich kann leider nicht kommen, um mit dir dem Outfit zu helfen. Ist etwas dazwischen gekommen. Lila wird sich allein darum kümmern müssen. Bis morgen, Jasmine. Das riecht nach einem abgekaterten Spiel. Ah, das ist sicher Lila. Ich öffne es ihr. Sie lächelt mich an. Sie sieht wie immer wunderschön aus. Hallo, komm rein. Ist Jasmine noch nicht da? Sie kann nicht kommen. Ich halte ihr mein Handy hin. Sie überfliegt die SMS und sieht mich verzweifelt an. Es tut mir leid.
Auch Layla scheint den Trick ihrer Freundinnen durchschaut zu haben. Ehrlich gesagt habe ich sowas geahnt. Ich glaube, ich auch. Wir fangen beide an zu lachen. Sie wollte mir bloß eine Gelegenheit verschaffen, mit dir alleine zu sein. Das habe ich auch gemerkt. Ich seufzte. Na, komm, wo du schon mal einmal da bist. Ich führe sie in mein Zimmer. Und du hast keine Zähne mehr zur Verfügung. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, welches Outfit es wird. Und das werden wir auf jeden Fall in der neuen Folge erfahren. Wie ihr gehört habt, ich habe ja nun ein paar Tage geruht und brav nicht viel gesprochen und dadurch ist meine Stimme fast zu 100% schon wieder da. Sagen wir mal 95,77. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.